This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Zum dritten Teil dieser neuen Serie, Stunde der Wahrheit, ist Homosexualität heilbar? Ich habe mich mal jetzt dafür entschieden, diese ganze erste Serie dieser Bibelstudie so zu nennen, weil es ja in der Studie des ersten Kapitels des Buches der Römer von Vers 15 an aufwärts vor allen Dingen darum geht, um allen, sowohl Gläubigen wie auch Ungläubigen, zu beweisen anhand der Bibel, dass Homosexualität eine Abnormalität ist, wie eben auch eine Krankheit das ist. Und wenn man sagt, Krankheiten sind heilbar, ist dann auch Homosexualität heilbar? Naja, einleitend möchte ich da nur ganz kurz eben zu sagen, man kann ja zu Philosophen gehen, man kann zu Psychologen gehen, man kann zu jeder Art Doktor gehen, wo man auch hin will, und jeder meint, er hätte eine Heilung für Homosexualität oder andere Krankheiten irgendwie vorzuschlagen. Das Problem ist, dass all diese das aus einer weltlichen Sicht sehen, und das ist eben genau das Problem. Homosexualität ist eine geistige Abnormalität, ja? Das haben wir ja auch, denke ich, ganz gut gehört, als ich den Römerbrief im ersten Video hier ganz vorgelesen habe, in den späteren Versen, die wir ja auch noch in dieser Serie hier besprechen werden, wenn wir da hinkommen. Also, eine Abnormalität, das will auch gar nicht irgendwie sagen, dass das jetzt was, wie kann man das jetzt sagen, so negativ sein muss. Ich meine, Abnormalität wird gleich mit negativ bewertet. Ich meine, aus biblischer Sicht ist natürlich Sodomie eine negative Sache. Das ist ganz klar. Es ist eine Sünde. Das ist ganz klar. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Aber eine Abnormalität will ja im Grunde nur sagen, etwas, was abweicht von der Norm. Nun, ich als Christ weiche ja auch ab von der Norm. Ich bin auch eine Abnormalität. Ja? Weil so bibeltreu, wie ich denke, dass ich bin,
Und ich weiß, dass wenige, ganz, ganz wenige andere noch sind, sind wir auch anders als die Normalität in unserer Gesellschaft, ja? Wir sind also auch eine Abnormalität. Also berichtet hier die eine Abnormalität über die andere Abnormalität. Nur das Witzige ist, die Abnormalität, die das Christentum, das wirkliche, wahre, bibelglaubende oder bibeltreue, jesustreue Christentum darstellt, das ist eine Abnormalität, die eigentlich die Norm sein sollte, weil schließlich ist der Mensch im Angesicht Gottes gemacht gewesen, ja, und ist Gottes Kind in Ungnade gefallen durch den Sündenfall. Das ist ganz klar, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber das ist ja auch eine Abnormalität, ja, weil der Mensch wurde eben normal geschaffen und die Abnormalität hat das aus uns gemacht, was wir heute sind. Und viele Leute werden halt durch Idolatrie in all ihren Formen, jetzt sagt ihr von, ja, aber ich knie mich ja nicht nieder, ich bete ja keine Abbilder an, also ist das ja nicht auf mich zutreffend. Diese Art der Götzenanbetung hat so viele Formen, das kann man gar nicht mal eben in 2 Minuten besprechen. Deswegen habe ich ja diese Videoserie gemacht, um deutlich zu machen, inwieweit hängt das zweite Gebot aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, wo die 10 Gebote vorgestellt werden, inwieweit hängt das zweite Gebot damit zusammen mit der Bestrafung, die Gott den Leuten gewahr worden lässt, die eben diese Idolatrie verfolgen? Und inwieweit ist diese Abnormalität heilbar? Wie gesagt, wenn ich zu Philosophen, Psychologen, Ärzten und sonst wohin laufe in dieser Welt, die haben alle vielleicht irgendwie mal einen guten Rat, eine Pille gegen Homosexualität gibt es noch nicht, wird es auch nie geben. Weil das ist keine physische Krankheit, es ist eine psychische Krankheit, eine geistige Krankheit, es ist eine geistige Ummantelung, es ist ein falsches geistiges Wahrnehmen, das dazu führt, dass man eben Sodomie betreibt, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Soweit nur mal eben diese allgemeine Einleitung, dass wir uns bitte gut verstehen. Abnormalität, damit setze ich niemanden hinab, ja? Es ist nur das, was eben abweicht von der Norm. Ich als Christ weiche ja auch ab von der Norm in dieser Gesellschaft, weil diese Gesellschaft akzeptiert ja solche Sekten, sage ich jetzt mal, wie bibeltreue Christen überhaupt nicht. Ne? Wir werden ja angeguckt, als ob wir 2 Köpfe hätten, weil wir die Wahrheit sprechen. Aber davor hat Jesus uns ja auch gewarnt. Das ist ja auch gar nicht das Problem. Also, nein, ich wollte nur sagen, ich werde also diese ganze Serie läuft für mich. Zumindest diese ersten Videos, wo es um Kapitel 1 der Römer, Verse 15 bis 32 geht. Dieser ganze erste Teil läuft für mich wirklich unter der Serie, ist unter dem Seriennamen, ist Homosexualität heilbar? Also eine Frage, die ich hoffe, für euch verständlich mit der Bibel lückenlos erklären zu können. Und wenn da noch seriöse Fragen drüber sind, dann könnt ihr mir die natürlich in der Kommentarsektion des Videos stellen, aber stellt nicht Fragen über die Dinge, die ich im Video bereits erläutert habe. Und stellt die Dinge nicht in Frage, sondern studiert es auch für euch selber. Ich meine, ich habe ja nun nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich bin ja nun nicht hier der große Guru, der alles lehren muss. Ich will ja nur Denkansätze geben. Ja? Ich kann dir nur sagen, von guck, so steht es in der Bibel geschrieben, das ist damit gemeint. Und entweder bist du damit einverstanden oder aber du bist da nicht mit einverstanden. Da musst du halt fragen, dass der Heilige Geist dich eben in dieselbe Lage versetzt, um die Bibel so zu verstehen, wie Gott gemeint hat, dass sie verstanden werden muss. Und ich meine, dass ich das Verständnis hier habe, sonst würde ich mich ja nicht ans Mikrofon setzen und das mit euch teilen. Ich will euch ja nicht meine Meinung mitteilen, ich will euch das mitteilen, was mein Verständnis der Bibel ist. Ja? Und wenn ihr meint, dass mein Verständnis der Bibel ein verkehrtes ist, bitte, dann könnt ihr mich das ja wissen lassen, aber begründet das dann eben auch auf Basis von der Bibel. So, Einleitung von 6 Minuten, inzwischen lang genug. Ich möchte jetzt gerne fortfahren mit der Lesung in dem Buch Der Brief an die Römer von Karl Olof Rosenius, wo wir auf Seite 62 stehen geblieben waren. Ich werde hier diesen letzten Absatz, den wir gerade schon mal gelesen haben, werde ich eben noch mal lesen. Das ist der zweite Absatz auf der Seite. Und wir befinden uns immer noch jetzt in der Analyse aus dem 17. Vers in Römer. Ja? Der 17. Vers im Buch der Römer. Mal eben schauen, dass ich hier in meiner Online-Bibel das mal eben aufschlagen kann. Der 17. Vers, der ja lautet: Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja?
der Satz, den ich ja eben ganz, ganz wichtig fand, der eben Martin Luther eben auch damals davon überzeugt hat, dass er in der römisch-katholischen Kirche genau das versucht hat zu finden, was er da niemals finden wird können. Nämlich A, die Wahrheit und B, die Erlösung. Ja. Und der Herr hat ihn mit Glauben ausgestattet und dieser Glaube hat ihn dann eben auch gerecht gemacht und dafür gesorgt, dass er die Arbeiten noch machen konnte, die er damals dann für die Menschheit alle verrichtet hat. Wie zum Beispiel die Bibelübersetzung und solche ganzen Sachen. Gut, also, wir lesen in Kapitel 3, Vers 22. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt, durch den Glauben an Jesum Christ zu allen und auf alle, die da glauben. Wie denn geschrieben steht bei Habakuk, Kapitel 2, Vers 4, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Ja, was also eine leichte Veränderung ist gegenüber dem, was im Vers 17 der Römer steht, wo darin steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Ja, das war in der Schlachterbibel anders formuliert. Das ist auch gut so. Nun, hier verweist er an die Schriften des Alten Testaments zur Bekräftigung dessen, was er soeben sagte. Und er beweist dadurch, dass hier eigentlich keine neuen leere Bahn gebrochen sei, wie er auch Vers 2 angedeutet hatte, sondern dass Gott zu allen Zeiten die Menschen auf eben dieselbe Weise gerecht gemacht hat. Die Rechtfertigungslehre der Bibel ist eine unveränderte, sowohl im Gesetz und die Propheten, also was die meisten Leute das Alte Testament nennen, als auch im Neuen Testament. Die Rechtfertigungslehre der Bibel ist dieselbe. Durch den Glauben bist du gerechtfertigt. Nicht durch Werke, nichts, was du tust oder was du selbst dazu tun kannst, sondern nur durch den Glauben. Und der Glaube kommt durch die Predigt, durch das Wort Gottes. Ja. Wie an einer anderen Stelle lesen. Alle, sagt der Autor, die jemals vor Gott gerecht und selig wurden, sind dies durch den Glauben an Christum geworden, wie es Hebräer Kapitel 11, Vers 4 schon von Adams zweitem Sohne Abel geschrieben steht. Dieser Spruch, der Gerechte wird seines Glaubens leben, also langsam bin ich das hier müde, diese schlechte Bibelübersetzung im Lutherischen, es stellt eben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht wird seines Glaubens leben, sondern wird aus Glauben leben, ja, das ist der Punkt, um den es geht, wird unzweideutig, wenn die Worte in der Reihenfolge, die sie im Grundtexte haben, also im Textus Receptus, gelesen werden, nämlich der Gerechte aus Glauben wird leben. Ach, geht doch. Nicht der Gerechte wird seines Glaubens leben, sondern wie es im Grundtexte steht, der Gerechte aus Glauben wird leben oder wird aus Glauben leben. Geht doch, so übersetzt es die Schlachter doch auch. Das heißt, der durch den Glauben Gerechte. Durch den Glauben ist man gerecht gemacht, nicht durch Werke, nicht durch Sakramente zu folgen, nicht durch am Sonntag irgendwo in einer Kirche oder in einem Gebäude mit hunderten anderen zu sitzen und einen Gott anzubeten, der da vorne in einer Monstranz zur Schau getragen wird und den man dann in einer Messe als Brot auch noch isst, nachdem er wieder und wieder geopfert wurde. Nein, durch den Glauben wird man leben, der durch den Glauben gerecht ist. Jedenfalls bleibt doch die Meinung des Apostels dieselbe, dass niemand ohne Glauben gerecht sei und dass nur der Glaubende leben oder das ewige Leben haben wird. Noch an zwei anderen Stellen hat er denselben Spruch angeführt. Zunächst in Galater 3, Vers 11. So, dann schlage ich jetzt mal eben meine Schlachter 2000 Bibel auf, die ich hier liegen habe auf meinem Schreibtisch. Und werde mal eben sehen, dass ich an den Brief der Galater komme. Wollen wir eben sehen, wo wir den hier haben. Das ist natürlich, wenn man da so, das sind so dünne Seiten, ne? Da schlägt man so eins dieser dünnen Bücher ganz leicht mal über. Das kann passieren. Hier sind die Galater. Ich wusste jetzt, dass ich hier bei den Galatern bin, aber richtig finden, das ist eine andere Sache. So, also, der Autor sagt hier, zunächst Galater 3, Vers 11.
wo selbst er mit der Beweisführung zu tun hat, wie niemand durch das Gesetz gerecht werden kann, führt er diesen Spruch nochmals an. Galater 3, Vers 11. Die Bibel sagt, Zitat, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. So, und dann fahren wir fort, wo der Autor sagt, ferner Hebräer 10, 38. So, wollen wir mal sehen, dann müssen wir jetzt eben in die Bibel, in den Hebräerbrief gehen. Der ist noch ein bisschen weiter hinten. Oh Mann, diese dünnen Seiten, das macht mich manchmal. So, Hebräer 10, 38. Mal gucken, 9. 10, 38, da sagt die Bibel, Zitat, der Gerechte wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird ihm meine Seele kein Wohl, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Ja? Wo selbst er diejenigen, an die er schreibt, im Glauben zu beharren, ermahnt, führt er wiederum diesen Spruch an und erklärt unmittelbar darauf, im ganzen 11. Kapitel, also das ist dann das Buch der Hebräer in diesem Fall, im 11. Kapitel der Hebräer, reichhaltig dessen Meinung, indem er zeigt, wie man von Anfang der Welt an nur durch den Glauben Gottes Gerechtigkeit und das Zeugnis davon erhalten hat. Wenn nun dieser alleinige Rechtfertigungs- und Seligkeitsweg durch das Evangelium geoffenbart wird, dann kann man verstehen, weshalb dieses allein eine Kraft Gottes zur Seligkeit ist. Viele meinen, dass alles tröstliche Reden von Gott und seiner Gnade Evangelium sei. Sobald man irgendeinen tröstlich reden hört, sagt man, dass er evangelisch rede. Das ist ein gefährlicher Irrtum. Unzählige sind derjenigen, die mit irgendeiner Art Vertröstung auf Gottes Gnade in die ewige Verdammnis gegangen sind. Nein, das Evangelium ist ein gewisses, ein bestimmtes Wort. Ebenso wie das Gesetz einige bestimmte Gebote Gottes enthält, so ist auch das Evangelium ein bestimmtes Wort vom Wege zur Seligkeit, eine liebliche Botschaft. Alles ist vollbracht, aber auch ein bestimmter Befehl, huldigt dem Sohne. Das Evangelium erklärt, dass niemand zum Vater kommt, denn durch den Sohn. Das Evangelium bietet uns die Gerechtigkeit dar, die aus dem Glauben an ihn ist, und es lehrt, dass wir nur dadurch selig werden. Das Evangelium lässt Gott alle seine Vollkommenheiten behalten und es lehrt, dass keiner selig wird, wenn er nicht eine Gerechtigkeit besitzt, die allen Forderungen des Gesetzes voll und ganz entspricht. Und eine solche Gerechtigkeit haben wir nur und können wir auch nur in Jesus Christus haben. Das Evangelium zeigt, dass Gerechtigkeit und Gericht seines Stuhles Festung, dass Gnade und Wahrheit vor seinem Angesicht sind, dass nur der leben wird, der schon hier wegen seiner Sünden gerichtet, aber auch schon hier von allen seinen Sünden freigesprochen, begnadigt und mit Gott zu einem Geiste mit ihm vereinigt wurde. Auf allen anderen Wegen kann man zwar Frömmigkeit üben, aber nur auf diesem Wege, den das Evangelium uns vorschreibt, wird das Herz selbst verwandelt oder beschnitten, kann man auch sagen. Nur durch das Evangelium wird eine neue Kreatur, ein Himmelskind im Menschen geboren, das in der Seligkeit Gottes leben kann. Deswegen sprechen wir von der Wiedergeburt. Ja? Nur das Evangelium ist der unvergängliche Same von oben, wodurch wir aus Gott geboren, sowie geheiligt und erneuert werden nach seinem Ebenbilde. Alles dieses erklärt, weshalb das Evangelium eine Kraft Gottes ist, die da selig macht, alle, die daran glauben. Der Satz gerade eben hier, nur das Evangelium ist der unvergängliche Same von oben, wodurch wir aus Gott geboren, sowie geheiligt und verneuert werden nach seinem Ebenbilde, ist sehr, sehr wichtig. Weil wir wurden nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen, ja, aber nach dem Fall der Menschen wurden wir im Ebenbilde Adams geboren. Wir sind alle Söhne Adams, wir sind keine Söhne Gottes mehr. Und da wollen wir eben hin zurückkommen. Und das geschieht durch den Glauben. Und dann, wenn wir das Evangelium hören, dann
sind wir aus Gott geboren sowie geheiligt und erneuert nach seinem Ebenbilde. Alles dieses erklärt, weshalb das Evangelium eine Kraft Gottes ist, die da selig macht alle, die daran glauben. Nur die, die daran glauben, diejenigen, die nicht an das Evangelium glauben, die sind verloren. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Es gibt ja viele Leute auch, die sprechen über die Hölle. Ich spreche selten über die Hölle, aber wenn man über die Hölle spricht, muss man auch in demselben Zusammenhang immer über die Erlösung sprechen. Man kann nicht das eine nennen ohne das andere. Ich will nicht mit der Hölle drohen, aber die Hölle ist nun mal das, wo ich hingehe, wenn ich das Evangelium, das Wort Gottes nicht habe, wenn ich den Glauben nicht habe. Denn nur durch den Glauben werde ich gerecht gemacht. Selig werde ich, wenn ich an das Evangelium glaube, wie hier gerade eben geschrieben steht. Wenn ich das nicht tue, dann gehe ich in die Hölle mit allen Folgen, die das nach sich zieht. Wir kommen jetzt zum Vers 18 im Kapitel der Römer. Und in der Schlachterbibel lautet es wieder anders, als was hier im Buch zitiert wird. Hier im Buch lautet das Zitat Römer 1, Vers 18: Denn Gottes Zorn vom Himmel wird geoffenbaret über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten oder niederhalten. In der Schlachterbibel wird es so zitiert: Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Also, das war ziemlich genau dasselbe. Von daher kann man davon ausgehen, dass auch hier in diesem Lutherstück der Textus Receptus gebraucht wurde. Aber was will uns dieser Vers jetzt im Grunde sagen? Gottes Zorn vom Himmel wird geoffenbaret über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Tja, dann werden wir jetzt diesen 18. Vers zusammen mit Karl Olof Rosenius hier mal analysieren. Und da muss ich nur mal eben sehen, hier beginnt die dritte Abteilung dieses Kapitels, also des Kapitels der Römer, in der der Apostel sich vornimmt zu zeigen, wie alle Menschen unter der Sünde und dem göttlichen Rechte nach unter dem Verdammungsurteile sind. Ja, in Kapitel 3, Vers 9 und Kapitel 2, Vers 12, mit welchem Beweise er den großen Hauptgegenstand der Epistel einleitet und den Sinn des Lesers auf denselben vorbereitet, nämlich die Botschaft des Evangeliums von dem alleinigen Wege zur Seligkeit, Jesus Christus und seiner Versöhnung. Also, wie alle Menschen unter der Sünde, in Kapitel 3, Vers 9, da lesen wir: Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl den Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Und unter dem Verdammungsurteile sind, Kapitel 2, Vers 12, worin wir dann lesen: Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Tja, das Gesetz kann nichts anderes tun, als uns verdammen. Und deswegen sind wir so glücklich, dass wir die Gnade von Jesus Christus haben. Die Gnade, die uns nämlich begnadigt vor der Verdammung des Gesetzes. Was nicht heißt, dass wir das Gesetz nicht mehr halten sollen, ganz im Gegenteil. Aber das Gesetz kann uns halt nicht mehr verdammen, weil wir können sowieso nicht halten. Ne? So, die Botschaft des Evangeliums von dem alleinigen Wege zur Seligkeit Jesus Christus und seiner Versöhnung hatten wir abgeschlossen. Dann geht es hier weiter. Der uns jetzt vorliegende Vers, ja, also Vers 18 im ersten Kapitel der Römer: Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Dieser Vers ist verschiedentlich verstanden worden. Einige hielten ihn für gleichbedeutend mit dem vorhergehenden, wo selbst gesagt wird, dass die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, durch das Evangelium geoffenbart wird. Doch die ganze Entwicklung des Gegenstandes zeigt das Unwahrscheinliche dieser Meinung. Denn hier
erklärt ja der Apostel das, was über die waltet, die das Evangelium nicht haben. Vers 16 und 17 hatte der Apostel gesagt, dass das Evangelium eine Kraft Gottes zur Seligkeit ist. Sintemal darin offenbart wird, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus dem Glauben. Und hier nimmt er sich vor, den Menschen diese Gnade Gottes recht erforderlich und notwendig zu machen, indem er das zeigt, was wir sonst zu erwarten haben, wenn wir den Sohn Gottes nicht haben, nämlich nichts anderes als den Zorn Gottes. Es gibt kein Grau. Es gibt keine Zwischenzone hier. Es gibt entweder Erlösung durch Jesus Christus oder Verdammung durch den Vater. So einfach ist das. Entweder Erlösung, Gnade oder der Zorn Gottes. Keine, wie man so schön sagt, 50 Shades of Grey. Keine Kompromisse. Es ist das eine oder das andere. Man muss sich da halt entscheiden. Das ist der Gedankengang in diesen Versen. Aber dann haben wiederum etliche unter der Offenbarung des Zornes Gottes nur das verstanden, was im Gewissen geschieht, indem sie meinen, weil der Apostel sagt, wie die Heiden auch in ihren Herzen das Gesetz haben und an den Werken der Schöpfung Gott wahrnehmen, so würde auch dadurch der Zorn Gottes geoffenbart werden. Doch zwei Umstände beweisen, dass dies nicht die Meinung des Apostels ist. Erstens ist das Wort wird geoffenbaret oder geoffenbaret werden im Grundtext ein solches, das nicht von den allgemeinen und natürlichen Offenbarungen, wie zum Beispiel durch das Gewissen oder durch die Werke der Schöpfung, angewendet wird, sondern es bezeichnet stets teils rein göttliche und wunderbare, teils andere seltsame Offenbarungen. Es bezieht sich daher ohne Zweifel auf jene Offenbarung des Zornes Gottes, die am jüngsten Tag geschehen wird. Ja? Und Gegenwart im Sinne der Zukunft drückt eine Sache nur noch gewisser und bestimmter aus, so wie das geschrieben steht. Das andere, wodurch dies bewiesen wird, ist, dass der Apostel gleich weiter unten in seiner Erklärung des Gegenstandes ausdrücklich von jenem Tage redet, als von demjenigen, an welchem der Zorn und das Gericht Gottes geoffenbaret wird, indem er sagt, du häufest dir selber den Zorn auf den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Ja, das ist hier ein Bezug auf Kapitel 2, Vers 5, wo wir lesen, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst den Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Den Zorn sollen wir uns nicht als eine Gemütsbewegung Gottes vorstellen, gleich derjenigen, die bei uns mit Zorn bezeichnet wird. Nein, der Zorn Gottes bedeutet in der Schrift zunächst sein heiliges und furchtbares Missfallen an der Sünde, seinen ersten Eifer und seinen ernsten Eifer und seine ernste Entschiedenheit, die Sünde zu strafen. Und da gibt es verschiedene Stellen, auf die wir ausweichen können, um das eben zu verstehen. Unter anderem in Psalm 95, Vers 11. Da möchte ich doch jetzt mal eben sehen, dass ich hier die Psalme eben mal aufschlage. 95, Vers 11. Wollen wir eben schauen. 95, Vers 11. Da lesen wir, und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Na, das war ein Teil von Vers 10 dabei, Entschuldigung. Also Vers 10 steht hier, 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Soweit lesen wir das im Psalm 95, Vers 11. Und dann haben wir noch Johannes, das er hier auch anführt, neben ein paar anderen Stellen. Ja, Johannes Kapitel 3, Vers 6, wo geschrieben steht, was aus dem Fleische geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geiste geboren ist, das ist Geist. Oh, es war 36, Entschuldigung. 3,36 muss ich lesen, nicht 3,6, da hatte ich mich eben verschaut. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben.
Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja, Johannes Kapitel 3, Vers 36. Es gibt auch noch mehrere Stellen, sagt der Autor hier, die müsste man sich dann halt alle mal eben raussuchen. Es gibt ja noch viele andere Stellen, die ich jetzt alle nennen könnte. Zum anderen die Strafgerichte selbst, sagt der Autor hier, womit Gott, der Herr, die Sünde heimsucht. Zum Beispiel 4. Mose 16, 46. Und das wird wohl ein Druckfehler sein, weil 4. Mose 16 geht nur bis zum 35. Vers. Von daher gehe ich davon aus, dass es der 26. ist, in dem steht. Und er redete zu der Gemeinde und sprach, weich doch von den Zelten dieser gottlosen Menschen und rührt nichts von allem, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet wegen aller ihrer Sünden. Das trifft es ja wohl ziemlich genau. Dann in Psalm 78 und da in den Versen 38, 49 und 50 lesen wir also Psalm 78, 38. Die Bibel sagt, er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht. Und oftmals wandte er seinen Zorn ab und erweckte nicht seinen ganzen Grimm. Und Verse 49, 50, die Bibel sagt, als er gegen sie die Glut seines Zornes entsandte, Wut und Grimm und Drangsal, eine ausgesandte Schar verderbenbringender Engel, als er seinem Zorn den Lauf ließ, ihre Seele nicht vor dem Tod bewahrte, sondern ihr Leben der Pest preisgab. Und schließlich auch noch in Jesaja 5, 25, da müsste ich eben nochmal das Buch Jesaja aufschlagen, kleinen Moment. Und da lesen wir dann in Jesaja 5, 25, darum ist auch der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt. Und er hat seine Hand gegen sie ausgestreckt und hat sie geschlagen, dass die Berge erbebten und ihre Leichname wie Kot auf den Straßen lagen. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt, seine Hand bleibt ausgestreckt. Soweit diese paar Bibelverse, mit denen wir deutlich machen, womit der Gott oder wie der Gott mit den Strafgerichten die Sünde selbst heimsucht. Dieser Zorn Gottes ist zwar schon oft auf Erden geoffenbart worden, wie zum Beispiel in dem Todesurteil, das Gott für unsere Voreltern an die Übertretung seines Gebotes knüpfte, und in der Verfluchung der Erde um ihre Sünde willen und so weiter. Ferner in vielen schrecklichen Strafgerichten, wie zum Beispiel in der allgemeinen Sintflut oder Sündflut, in Sodoms und Gomorras Zerstörung durch das Feuer vom Himmel, in dem Dahingeben der Heiden in verkehrten Sinn und in schändliche Lüste, wie wir lesen werden in den Versen 24 bis 28. Das ist die Bestimmung dieser ganzen kleinen Serie. Ist Homosexualität heilbar? Die Verse 24 bis 28 und alles, was dahin führt und was danach kommt. Ja, ganz, ganz wichtig. In der Zerstörung Jerusalems und der Juden, Zerstreuung, sowie im Allgemeinen in der schrecklichen Strenge, mit der die Übertretungen des Gesetzes im Alten Bunde bestraft wurden. Aber schließlich wurde der Zorn Gottes über die Sünde auf eine ganz sonderliche Weise in den schrecklichen Leiden und dem Tode des Mittlers geoffenbart, als er den bitteren Kelch leerte, den ihm sein Vater gegeben hat. Denn weil es so hart zuging, als unsere Sünden an ihm, der der eigene geliebte Sohn Gottes war, heimgesucht wurden, dann muss ein jeder wohl daraus auf Gottes furchtbaren Eifer gegen die Sünde schließen können. Aber allem diesem wird noch eine solche Offenbarung des Zornes Gottes folgen, dass wir im Gedanken daran beinahe sagen können, dass der Zorn Gottes bisher verborgen war. Ein Tag wird kommen, ein Tag des Zorns, an welchem der Zorn Gottes in höchster Bedeutung geoffenbart wird. Wenn der Herr Jesus wird geoffenbart werden vom Himmel, samt den Engeln seiner Kraft und mit Feuerflammen, Rache zu geben über die, so Gott nicht erkennen, und über die, so nicht gehorsam sind dem Evangelio unseres Herrn Jesu Christi. Welche werden Pein leiden, das ewige Verderben von dem Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht, wie wir im 2. Thessaloniker Kapitel 1 lesen.
wenn der Richter zu diesen sagen wird, gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Und so weiter. Der Herr Jesus Christus selber, die ewige Wahrheit, hat uns dies verkündet. Nun sagt der Apostel, dass Gottes Zorn vom Himmel wird geoffenbaret über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Hier ist etwas, das zu verstehen und zu beachten höchst wichtig ist. Gott hasst gewisslich alle Sünden, aber der Zorn Gottes wird sich nur über alles gottlose Wesen oder Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit offenbaren. Jede Sünde ist ein Abweichen vom Gebot und ein Verbrechen gegen den heiligen Willen Gottes, aber Gottlosigkeit ist noch etwas anderes. Sowohl das Wort des Grundtextes, also des Textus Receptus, wie auch dieses deutsche Wort Gottlosigkeit bezeichnet, dass man Gott nicht achtet, nicht ehrt und nicht fürchtet, sondern ihn für ein Nichts hält. Aus einer solchen Quelle fließt natürlicherweise alsdann alle Ungerechtigkeit oder dass man auch in Werken die Gebote Gottes frei übertritt, nicht das tut, was man Gott, sich selber und dem Nächsten schuldig ist, sondern das verübt, was Unrecht ist. Doch dazu ist dann erforderlich, die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufzuhalten. Das heißt, die erkannte Forderung der Wahrheit an sein Herz zu unterdrücken. Ja, sie in seinem Verständnisse und seinen Gedanken vorzuenthalten, um frei in der Sünde und in der Ungerechtigkeit leben zu können. Do as thou wilt shall be the whole of the law. Schon mal gehört von Aleister Crowley. Tu, was du willst, soll das ganze Gesetz sein. Das ist genau das, was hier gemeint ist. Und das ist ja das, was Christus selber als die eigentliche Ursache der Verdammung erklärte. Er sprach, das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr, denn das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Arges tut, der kommt nicht an das Licht, auf dass seine Werke nicht gestraft werden. Und so weiter. Hier sehen wir wiederum, dass die Verantwortlichkeit und die Verdammung des Menschen voraussetzt, dass er etwas von Gott und dessen Willen weiß, aber denselben vorsätzlich übertritt. Und ein inneres Bewusstsein sagt uns, dass dies ein gerechtes Urteil ist. Doch dann möchte jemand fragen, wie der Apostel dies auf die Heiden, die nicht das Wort Gottes haben, anwenden kann, wie er hier in diesem Kapitel tut. Darauf antwortet er in den folgenden Versen. Nämlich Verse 19 und 20. Ja? Und in den Versen 19 und 20, da werden wir dann gleich mal weiterlesen. 19 und 20. In der Schlachterbibel. Ne? Deswegen dauert das jetzt eben, dass ich das eben raussuche. Weil das von Gott Erkennbare, lautet das hier, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Also wir sprechen von den Heiden. Wie hat Gott es ihnen denn kennbar gemacht oder offenbar gemacht, das Erkennbare? Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Mit anderen Worten, wir können zu jeder Zeit an der Schöpfung der Welt sehen, dass sie keine Entschuldigung haben. Ich lese jetzt mal eben so, wie das hier im Buch steht, Vers 19 und 20. Denn dass man weiß, dass Gott sei, ist ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen geoffenbaret. Damit, dass Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man dessen wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt. Also, dass sie keine Entschuldigung haben. Und hier kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt, der eben auch dafür sorgt, dass so viele Leute heutzutage Gott lästern, Gott spotten und nicht mehr an Gott glauben. Die Lehre, die in unserem antichristlichen System, in dem wir leben, so indoktriniert wird,
schon in den kleinsten Kindern ist die Lehre der Evolution. Und wenn die Evolutionslehre richtig wäre, ja, also ich sage es ganz deutlich damit bei, es ist nicht nur eine Evolutionslehre, es ist eine Evolutionstheorie, weil man hat bis heute auch nicht einen einzigen Beweis für Evolution. Also dafür, dass die darwinische Evolutionstheorie eine Lehre, eine wahre Lehre ist, da gibt es keinen einzigen Beweis für. Da habe ich auch gar keine Lust, auf eine Diskussion mit einzugehen. Es geht ja nicht nur darum, dass man bis heute keine Verbindung gefunden hat zwischen den sogenannten Affen und den sogenannten Homo sapiens, den Menschen, wie sie heute gibt. Es gibt kein einziges wirkliches Fossil, das man jemals gefunden hat, das eine Entwicklung in der Hinsicht bestätigen könnte. Es gibt ein paar, die gelogen sind, ja, Lucy zum Beispiel, Piltdown Man, ein anderes Beispiel, wobei Piltdown Man heutzutage widerlegt ist, weil der Jesuit Teilhard de Chardin, der Vater des New Age aus dem 20. Jahrhundert, war involviert, und das ist öffentlich überall bekannt, kann man gerne überall nachlesen, in der Fälschung der Piltdown Man Geschichte, der sogenannte fehlende Verbindung, ja, Missing Link, zwischen Affe und Mensch, was totaler Quatsch war. Es war ein Betrug. Ja. Aber eben, dass diese Evolutionslehre oder diese Evolutionstheorie gelehrt wird, und zwar gelehrt wird wie eine Religion, weil was anderes ist sie auch nicht. Ich muss an die Evolution glauben, um sie wahrnehmen zu können. Ja. Weil es gibt keine Beweise, die sie beweisen können. Es gibt viele Beweise für die Schöpfung. Ja, natürlich war keiner am Schöpfungstag selber dabei, als Gott gesagt hat, als Gott die Erde und die Himmel geschaffen hat, da war niemand dabei, da gibt es keinen Beweis für, aber durch die Schöpfung offenbart sich Gott, es gibt keine andere Möglichkeit, als dass es durch ihn geschaffen ist alles. Ja, das ist der Punkt. So, und wenn wir also diese Evolutionslehre dann heutzutage in den Schulen lehren, oder das fängt ja schon im Kindergarten an, setzt sich durch die Schulen, setzt sich fort durch die ganze Unterhaltungsindustrie. Ja? Es gibt ja keine Fernsehserie, keinen Hollywood-Film und sowas, was nicht alles auf Evolution basiert oder auf der Evolutionstheorie basiert. Universitäten und gelehrte Bücher und so weiter basieren sich alle auf Basis der Evolution. Damit nehme ich den Leuten ja schon mal die Möglichkeit weg, dass sie Gott überhaupt noch erkennen. Also, ihr kennt doch die Geschichte vom April Fool's Day, ne? 1. April. Ne? Bis 1582 hatten wir ja den julianischen Kalender. Und der julianische Kalender wurde dann durch den gregorianischen Kalender abgelöst. Ne? Antichrist Papst Gregorius oder Gregor hat den Kalender eingeführt. Und der hat auch den Anfang des neuen Jahres vom Anfang April auf Anfang Januar gesetzt. Davor fing das neue Jahr auch im julianischen Kalender an im April, wie es auch biblisch ist. Da nannte sich das der Monat Abib. Ja? Und Silvester, nach Papst Silvester, Antichrist Silvester, wurde der letzte Tag des alten Jahres genannt. Deswegen feiern wir heute zwischen Anführungszeichen Silvester. Ja? Das ist der Name eines Papstes, dem zu Ehren man diesen Tag gewählt hat, als letzten Tag des Jahres, 31. Dezember. Und dann hast du Neujahr, das nur gesagt, das neue Jahr fängt an, ja, mitten im toten Winter. Ganz logisch, dass da das neue Jahr anfängt. Also die Geschichte des Aprilscherzes oder die Geschichte des, wie man das im Englischen nennt, April Fools, also Aprilnarren, das ist deswegen, weil damals wurde das eingeführt, dass das neue Jahr im Januar anfängt und jeder, der noch gesagt hat, von ja, das fing die ganze Zeit immer im April an, was machen die das jetzt auf einmal hier auf Januar, ich feiere den Anfang des Jahres weiterhin im April, die hat man halt Aprilnarren genannt und deswegen hat man die Leute in den April geschickt. Ja? Deswegen hat man sie verarscht. Das ist eine Sache, die ist heute immer noch so. Und warum? Ja, weil da auf einmal die Wahrheit eben verändert wurde. Und das gibt es in so vielen Punkten. Ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, wo das noch alles ist. Aber alleine schon dieser Punkt ist ein ziemlich deutlicher Punkt. Und
was man damals mit dem Kalender gemacht hat, durch den Kalender so zu verändern, dass man den Anfang des Jahres auf den 1. Januar anstatt auf den 1. April gelegt hat, das macht man heute mit der Evolutionstheorie. Anstatt die Schöpfungsgeschichte wird eine Evolutionstheorie gelehrt. Und dadurch, dass den Leuten das so indoktriniert wird, wird es ihnen natürlich auch schwierig bis unmöglich gemacht, Gott überhaupt noch erkennen zu können. Ja? Weil wer macht sich denn die Mühe, auf die Suche zu gehen nach einem Gott, wenn die Erde ja schon seit Milliarden von Jahren existiert und wenn wir sowieso alle irgendwie aus einer Ursuppe vorgekrochen sind, was soll dann diese Geschichte von Adam und Eva bitte? Das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. So wird den Leuten in der Lehre dieses antichristlichen Systems, in dem wir leben, bereits die Möglichkeit weggenommen, dass man überhaupt die Schöpfung noch wahrnehmen kann, an der Natur, die wir draußen sehen, an den Vögeln, an den Insekten, an den Tieren, an der wunderbaren Art und Weise, wie unsere Welt geformt ist, Berge, Täler, Seen, Meere, Ozeane, die Winde, die herrschen, die Vulkane, die ausbrechen, alles, was Gott geschaffen hat, die ganzen verschiedenen Tiere, die ganzen verschiedenen, in der Natur, nennt man das ja so schön, wie die bestimmten Dinge in der Natur zusammenhängen und wie oftmals das eine von dem anderen abhängig ist. Das ist aber nicht durch Evolutionszufall entstanden, sondern das ist dadurch entstanden, dass es einen bewussten Schöpfer gibt. Ja? Es gibt so viele Beispiele, die man nennen könnte, wo man sagen könnte von Schöpfung ist doch ganz logisch. Ich meine, ich kann ja nur mal ein kleines Beispiel nennen. Stellt euch mal vor, ihr wüsstet, welche Teile alle in so einen Computer reingehören, also hardwaremäßig, ja, nicht softwaremäßig, sondern einfach nur hardwaremäßig. Was man alles an Material bräuchte, alles aufschreiben auf ein Blatt Papier, oder es werden wahrscheinlich mehrere Blatt Papier sein, welches Material, in welcher Menge man das alles bräuchte, um einen Computer zu bauen. So. Und dann stellt ihr euch dahin, ihr besorgt euch all die ganzen Teile, stellt euch dahin und schmeißt die Teile alle mal in die Luft. Das macht ihr 10-mal, 100-mal, 1000-mal, 10.000-mal, 1.000.000-mal. Und jedes Mal probiert man halt, die Teile in die Luft zu schmeißen. Und wenn sie runterfallen, dann muss eben als fertiger, funktionstüchtiger Computer muss das runterfallen. Was glaubt ihr, wie oft man die verschiedenen Bauteile eines Computers in die Luft schmeißen muss? Das ist jetzt nur ein blödes Beispiel, in die Luft schmeißen. Man kann auch was anderes machen. Man kann sie auch in einen Mixer stecken, was weiß ich, wo sie rumrollen, dann rausholen. Und dann dafür zu sorgen, dass all diese Teile als ein zusammengesetzter, funktionstüchtiger Computer rauskommen. Das wird wohl nie passieren. Die Chancen sind 1 zu, was weiß ich, die Macht so und so viel hoch, so und so viel. Ja? Es gibt ja Chancenrechner, die können das errechnen. Im Englischen gibt es da ein paar schöne Videos, die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Also die Chance, die Möglichkeit, dass so etwas besteht, ist 1 zu fast unmöglich. Aus dem einfachen Grunde, weil jeder Computer einen Schöpfer hat. Ja? Jemand hat das mal erfunden. Der hat sich gesagt, ich muss das und das hier setzen und das da setzen. Der Computer ist dann nachher durch die Software vielleicht zwischen Anführungszeichen schlauer als sein Erfinder, aber er kann sich nicht selbst erfinden. Ne? Also, so viel zur Evolutionstheorie. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier in diesen letzten zwei Versen, die wir jetzt eben hier besprechen, noch bevor heute wahrscheinlich dann das Video in kurzer Zeit zu Ende geht, gehe ich mal von aus, die Verse 19 und 20, dass wir eben sehen, dass hier geschrieben steht, denn sein unsichtbares Wesen, also Gottes unsichtbare Wesen, nämlich seine Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. So heißt es in der Schlachterbibel und in der Lutherbibel, die sie hier zitiert wird, heißt es, seine ewige Kraft und Gottheit wird ersehen, sodass man dessen wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt, also dass sie keine Entschuldigung haben. Wenn man die Schöpfung sieht, dann ist es logisch, dass das geschaffen wurde und nicht aus irgendeinem, zwischen Anführungszeichen, Zufall entstanden ist. Was anderes ist Evolutionstheorie ja nicht. Aber da wir in unserer Gesellschaft heute von morgens bis abends und auch zwischendurch
zugeschmissen werden mit diesen Lügen über die Evolution, wird es den Leuten natürlich irgendwie schwer gemacht, überhaupt noch die Schöpfung als das zu sehen, was sie ist. So, hier erklärt der Apostel, dass auch die Heiden so viel Verständnis von Gott hätten, dass sie keine Entschuldigung haben. Denn, sagt er, dass man weiß, dass Gott sei, das heißt, was die Menschen schon durch das Achtgeben auf die erschaffenen Dinge, die allen vor Augen gestellt sind, vom Schöpfer verstehen können, das ist ihnen geoffenbaret. Denn an der Schöpfung der Welt, das ist an dem Werke der Schöpfung, sagt er, wird Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ersehen, so dass man wahrnimmt an den Werken. Gottes Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wären uns sonst unsichtbar. Aber dieses Unsichtbare hat im Werke der Schöpfung gleichsam Verkörperung und Gestaltung angenommen, so dass Gott uns gleichsam sichtbar geworden ist und diese Offenbarung der unsichtbaren Vollkommenheit Gottes, die in der Schöpfung anfing, ist darauf immer fortgesetzt und allen vor Augen gestellt, so dass kein Mensch sich entschuldigen kann, wenn er Gott nicht so anbetet, wie ein allmächtiger, weiser, guter und gegenwärtiger Gott angebetet werden muss. Denn diese Eigenschaften Gottes kann er vor Augen sehen. Der Apostel lehrt hier, dass der erschaffenen Dinge Zeugnisse von Gott so, dass die erschaffenen Dinge von Gott so deutlich sind, dass selbst die Heiden daraus eine solche Kenntnis von seinem Wesen, von seiner Kraft und Gottheit holen konnten, die gegen die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit streitet, und diese Kenntnis oder Wahrheit war's, die sie in Ungerechtigkeit aufhalten. Im Vers 18 nachzulesen. Denn sonst hätte diese Kenntnis von Gott sie veranlasst, noch mehr Licht von ihm zu suchen, und dann hätte der getreue Vater aller Menschen auch ihnen dieses seligmachende Licht geschenkt. Denn der Apostel lehrt in diesem Kapitel, dass der Heiden tiefe Erniedrigung in Blindheit, Torheit und Laster eine Gottesstrafe für diese Gottlosigkeit sei, dass sie nicht das ihnen gegebene Licht anwandten, nicht geachtet haben, dass sie Gott erkenneten, Vers 28, sondern die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhielten. Dies entwickelt er nun fernerhin in diesem Kapitel. Vers 18 und 19 ist bereits ein sehr wichtiger Unterbau, wo wir hinkommen zu dem Hauptthema, eben die Frage, ist Homosexualität heilbar? Wir lesen hier in den Versen 18 und 19, dass die Leute willentlich, wissentlich die Schöpfung leugnen und durch die Schöpfung zu leugnen, Gott leugnen. Und ein anderer Nebenaspekt ist auch noch, dass die Schöpfung hier mehr angebetet wird, dann der Schöpfer oder als der Schöpfer. Die ganze Gaia-Bewegung, diese Umweltbewegung, Mutter Erde, ja, das ist, Mutter Erde ist ein New Age-Ausdruck. Der wurde übrigens schon gebraucht von Ellen G. White, meine lieben Sieben-Tags-Adventisten, wenn ihr das hier mitschaut. Müsst ihr mal schauen und wenn ihr wollt, kann ich euch den Link geben. Es gibt Schreiben von Ellen G. White, da spricht sie von, zwischen Anführungsstrichen, Mutter Erde. Ja, das ist ein heidnischer New Age-Ausdruck. Dieses ganze die Natur anbeten Ding ist total verkehrt. Nicht die Schöpfung anbeten, sondern den Schöpfer, der sie gemacht hat. Die Schöpfung respektieren, natürlich, und mit der Schöpfung vernünftig umgehen, natürlich, aber doch nicht die Schöpfung über den Schöpfer setzen. Ich kann doch nicht das Bild, das der Künstler gemalt hat, über den Künstler setzen. Das ist doch wohl Kinderei. Ja? So, jetzt muss ich erstmal eben sehen, wo ich gerade aufgehört habe zu lesen. Also, ja. Also, dies entwickelt er nun fernerhin in diesem Kapitel. Und da geht es in dieser ganzen Lesung im Grunde drum. Also, ob zwar er sagt, dass sie keine Entschuldigung haben, so hat er dennoch nicht gesagt, dass sie schon im Gewissen, in der Vernunft und an der Schöpfung der Welt ein Licht hatten, das zur Seligkeit, zur Neugeburt und zur Heilung genügend sei. Sondern er sagt, dass deren Ermangelung schon die gerechte Strafe Gottes für die Verachtung des ihnen gegebenen Lichtes war.
Andererseits sagt er auch nicht, dass ihre Schuld und ihr Urteil solcherlei sein würde wie das der unbußfertigen Christen, die das Licht des Evangeliums haben. Das dem Entgegengesetzte hat Christus deutlich gesprochen bei Matthäus Kapitel 10, Verse 15, Kapitel 11, Vers 22 und 24. Dann schauen wir uns das eben mal an. Matthäus 10, Vers 15. Die Bibel sagt: Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dieser Stadt. Ja, wenn ich mich nicht irre, dann spricht er hier über Jerusalem. Das war Matthäus 10, 15. Matthäus Kapitel 11, Vers 22 sagt die Bibel: Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Zidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Das war Vers 22. Und in Vers 24 steht geschrieben: Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 12, ist auch noch ein Zitat hier. Das muss ich dann nochmal eben aufschlagen. Apostelgeschichte, so lange könnt ihr eben dranbleiben ohne Pause hier. Kapitel 2, Vers 12, es steht geschrieben: Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Ist das jetzt richtig hier? Auch der Apostel Kapitel 2, Vers 12. Ach so, nee. Er meint hier natürlich Römer 2, Vers 12. Entschuldigung, nicht der Apostel, nicht Apostelgeschichte. Entschuldigung. Kapitel 2, Vers 12 steht geschrieben: Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Also Römer Kapitel 2, Vers 12. Sondern er sagt, fährt der Autor fort, dass der Zorn Gottes, der über sie verhängt ist und noch geoffenbaret werden soll, darum ein Gerechter ist, weil sie in Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit die Wahrheit aufgehalten haben. Indem der Apostel nicht nur die Gottlosigkeit erwähnt, die schon enthält, dass man Gott nicht ehrt, sondern auch hinzufügt, die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten, so scheint er insbesondere hier auf das hingedeutet zu haben, was die Philosophen, Lehrer und Gesetzgeber der Heiden taten. Nämlich, ganz wichtig, nämlich, dass, obwohl dieselben im Allgemeinen den Begriff von einem alleinigen großen Gott hatten, sie dennoch nicht dem Volke dieses ihr Licht mitteilten, sondern im Gegenteil ihren Schülern die Verbreitung desselben verboten. Selbst Sokrates verbarg in dieser Weise sein Licht vor dem Volke, indem er nicht nur seinen Schülern gebot, es für sich zu behalten und sich hinsichtlich ihres Gottesdienstes nur nach der Sitte des Landes zu richten, sondern indem er auch selber auf öffentlichen Altären opferte und das Orakel zu Delphi befragen ließ. Auch Plato lehrte, dass es nicht weise sei, dem gemeinen Volke das volle Licht vom Vater des Weltalls mitzuteilen. In dieser Weise unterstützten sie, gegen besseres Wissen, die Finsternis und die Gottlosigkeit, die in der Verehrung der stummen Götzen lag, sowie auch alle jene scheußlichen Laster und Verbrechen, die mit diesem Götzendienste verknüpft waren. Das ist auch eine Art der Ungerechtigkeit, mit der man die Wahrheit aufhält. Das ist doch ein ganz wichtiger Punkt, der hier in der Fußnote am Ende auf Seite 67 angesprochen wird. Ich möchte das eben nochmal verdeutlichen. In dieser Fußnote geht der Autor ein auf die Philosophen im alten Griechenland. Und jetzt gibt es sicher Leute, die sagen von, ja, aber in Griechenland, das war ja außerhalb der Jurisdiktion Juda, also Israel oder Juda, wie es damals ja auch schon hieß, ne? Weil Plato hat in der Zeit gelebt, wo es Israel ja gar nicht mehr gab, sondern es gab Judäa, ja? Den Judenstaat damals, also nur das Volk der Juden war da. Plato hat nämlich gelebt zwischen 427 und 347 ungefähr. Ja?
Und Plato und Sokrates haben hier also ganz deutlich die Dinge gesagt. Also Plato ist ja wohl mehr als deutlich. Es ist nicht weise, dem gemeinen Volke, ja, dem vulgären Volke, das volle Licht vom Vater des Weltalls mitzuteilen. Und wie konnte er das machen? Die Griechen, und darauf wollte ich eigentlich mit meiner kurzen Bemerkung hinaus, auf die Zeit, warum er gelebt hat, die Griechen hatten damals auch das Wort Gottes in Form der Septuaginta, in Form des 70er Text, LXX. Studiert das mal. Das ist nämlich eine Übersetzung des zwischen Anführungsstrichen Alten Testaments in das Griechische. Und diese Übersetzung wurde gemacht ungefähr 500 vor Christus. Ja? Also, wofür denn? Ins Griechische, das war damals die Weltsprache des regierenden Weltreichs. Ja? Griechenland oder ja, das Griechische Reich war das Reich vor dem Römischen Reich. Ja? Das erinnern wir uns doch sicher noch. Und die hatten die Bibel in einer griechischen Übersetzung. Die Septuaginta, die noch Jahrhunderte später gebraucht wurde und so gesagt als eine korrekte Übersetzung des Alten Testaments da war, was natürlich nicht richtig ist. Aber die Septuaginta wurde teilweise sogar als Grundlage genommen, um Bibeln in die gemeine Sprache zu übersetzen. Also zum Beispiel ich sag mal, ins Deutsche oder ins Englische oder ins Spanische oder Französische. Ja, wurde fürs Alte Testament wurde oftmals die Septuaginta herangezogen. Dieser Text entstand um 500 vor Christus, also in der Zeit, wo Plato bereits lebte. Ja, Plato lebte von 427 bis 347. Also, er hat die Bibel gekannt. Er hat die Schöpfungsgeschichte gekannt aus der Septuaginta. Deswegen spricht er hier vom Vater des Weltalls. Er spricht hier natürlich auf eine heidnische Art und Weise vom Gott der Bibel, aber er spricht vom Gott der Bibel, weil er kennt den Gott der Bibel. Und er, genauso wie Sokrates und Aristoteles und Plato, alle drei, das waren Philosophen aus Griechenland, die alle dieser Meinung waren. Plato lehrte das, aber ich sage euch garantiert, alle waren derselben Meinung. Es ist nicht weise, dem gemeinen Volk das volle Licht vom Vater des Weltalls mitzuteilen. Also ich lese nochmal eben zum Abschluss diese Fußnote nochmal, finde ich ganz, ganz wichtig. Das erklärt so viel, warum die Welt so ist, wie sie ist, meine lieben Brüder und Schwestern. Indem der Apostel nicht nur die Gottlosigkeit erwähnt, die schon enthält, dass man Gott nicht ehrt, sondern auch noch hinzufügt, die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Ja, es ist ja nicht nur, dass ich Gott nicht lehre und deswegen gottlos bin, sondern ich hindere auch noch andere daran, dass sie die Wahrheit erkennen können. So scheint er insbesondere hier auf das hingedeutet zu haben, was die Philosophen, Lehrer und Gesetzgeber der Heiden taten, also der Griechen in diesem Fall, nämlich dass, also obwohl dieselben im Allgemeinen den Begriff von einem alleinigen großen Gott hatten, woher hatten sie den denn? Von der Septuaginta, sie dennoch nicht dem Volke dieses ihr Licht mitteilten, sondern im Gegenteil ihren Schülern die Verbreitung desselben verboten. Selbst Sokrates verbarg in dieser Weise sein Licht vor dem Volke, indem er nicht nur seinen Schülern gebot, es für sich zu behalten und sich hinsichtlich ihres Gottesdienstes nur nach der Sitte des Landes zu richten, sondern indem er auch selber auf öffentlichen Altären opferte und das Orakel zu Delphi befragen ließ. Also auf öffentlichen Altären opferte, das heißt, beging hier Opfer im heidnischen Sinne, in heidnischen Tempeln. Und das Orakel zu Delphi befragen, ja, das ist das, was in der Bibel genannt wird, Weissager und Sternenseher und diese ganzen Leute, wie wir so unter anderem auch in Daniel ja, entgegenkommen. Auch Plato lehrte, fährt die Fußnote hier fort, dass es nicht weise sei, dem gemeinen Volke das volle Licht vom Vater des Weltalls mitzuteilen. In dieser Weise unterstützten alle diese Philosophen gegen besseres Wissen die Finsternis und die Gottlosigkeit, die in der Verehrung der stummen Götzen lag, Abbildungen, Statuen, Götzenanbetung, Idolatrie, sowie auch alle jene scheußlichen Laster und Verbrechen, die mit diesem Götzendienste verknüpft waren. Das ist auch eine Art der Ungerechtigkeit, mit der man die Wahrheit aufhält. Der wichtigste Satz hier ist eigentlich dieser hier beinahe. Ja, in dieser Weise unterstützten die Philosophen gegen besseres Wissen die
sowie auch alle jene scheußlichen Laster und Verbrechen, die mit diesem Götzendienste verknüpft waren. Scheußliche Laster und Verbrechen, die mit diesem Götzendienste verknüpft waren, das ist der Punkt der Unterhandlung überhaupt unter dieser ganzen Serie. Ist Homosexualität, also Sodomie, heilbar? Ein scheußliches Laster und Verbrechen gegen Gott, das mit diesem Götzendienst verknüpft ist. Da werden wir nächstes Mal dann anschließen auf Seite 67 in diesem Buch. Und da werden wir fortfahren und werden uns weiter darum bekümmern, dass wir auf eine biblisch begründete Art und Weise ganz deutlich erklären können, dass die Bibel ganz deutlich sagt, dass Sodomie eine Strafe ist für diejenigen, die sich Götzen zuwenden. Und damit ist dann auch die Frage, ob es heilbar ist oder nicht, mehr oder weniger schon beantwortet. Aber darüber dann in der vierten Sendung mehr. Für heute danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Maranatha.